Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie hier im Namen der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit herzlich begrüßen. Zum wiederholten Mal laden wir Sie ein zu einer Veranstaltung unter der Überschrift »Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zum Überfall auf die Sowjetunion«. Sie wissen alle, dass das ein sehr schwieriges historisches Thema ist. Und wir bemühen uns als Stiftung mit unseren Partnern, hier alle Perspektiven auf diese Thematik darzustellen. Und deswegen hoffe ich, dass wir in den nächsten Stunden hier interessante neue Erkenntnisse präsentieren können. Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung. Danke. Для меня большая честь быть сегодня на завершающей части конференции от пакта Молотова-Риббентропа до нападения на Советский Союз. Für mich ist es eine hohe Ehre, dass ich dabei sein kann bei dem letzten Teil der Konferenz vom Hitler-Stalin-Pakt bis zum Überfall auf die Sowjetunion. Ich möchte allen Teilnehmern danken dafür, dass sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich danke auch unseren Partnern, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und dem Deutsch-Ukrainischen Forum für ihre Unterstützung bei der Veranstaltung dieser Konferenz. Unsere Medienpartner, das Radio für Belarus und dem Auswärtigen Amt für die finanzielle Unterstützung. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Geschichtserinnerung sich nicht nur in die Vergangenheit richtet, das bestimmt auch unsere Position für die Zukunft. Wir sollen objektiv bleiben in der Diskussion über den Zweiten Weltkrieg. Wir sollen bedenken, dass diese Ereignisse sehr kompliziert waren und dass es verschiedene Blickwinkel gibt. Diese Konferenzen, Tagungen, Begegnungen unterstützen uns bei der Gestaltung der gegenseitigen Verständigung der Völker, der Verständigung im Bereich der Kultur und Geschichte. Ich wünsche uns allen erfolgreichen Ablauf, interessante Schlussfolgerungen und in der Entwicklung einer vielseitigen Erinnerungskultur. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem ersten Panel mit dem Titel »Der Vernichtungskrieg im Osten – von divergierenden Narrativen zum differenzierten Gedenken«. Wir hatten in der Einführung ein Gespräch mit Professor Rothfeld, das den gesamten historischen, aber auch das Narrativ des Gedenkens überhaupt im 20. Jahrhundert zum Thema macht und wollen nun in besonderer Weise diese Verbindung der Jahre zwischen 1939, dem Hitler-Stalin-Pakt, bis 1941, dem Überfall auf die Sowjetunion, zum Thema machen. Hier gab es eine große Gewalt in beiden Teilen des besetzten Polens. Einmal das von Deutschland besetzten Polens, wo der Vernichtungskrieg im Osten seinen Anfang nahm, und dann aber eben auch seit dem 17. Dezember, dem Einmarsch der Roten Armee im Osten Polens, wo fast die Hälfte des polnischen Territoriums der Zweiten Polnischen Republik besetzt worden ist, es eben auch eine
große Gewaltorgie gab, die begann mit der Sowjetisierung dieses Gebiets und natürlich außerdem der starken Bekämpfung Polens und polnischer Bürger. Wie diese Narrative im Einzelnen sind, werden wir miteinander gleich besprechen. Und ich freue mich, dass wir es uns gelungen ist, dass so wichtige Persönlichkeiten hier da sind, die in ihren jeweiligen Ländern wichtige Perspektiven und auch der eigene Sicht repräsentieren. Dr. Lukasz Kaminski war über viele Jahre Leiter des IPN, des Instituts für Nationales Gedenken hier in Warschau. Eine Institution, die viel zusammengearbeitet hat mit den Institutionen der Nachbarländer, eben auch mit Deutschland. Und deshalb bin ich sehr froh, dass Sie es möglich gemacht haben, heute hier dabei zu sein. Anton Dobrowicz ist aus Kiew zu uns gekommen, der noch gar nicht so lange, aber doch schon prägend, der neue Leiter des Instituts für nationales Gedenken in der Ukraine ist und uns die ukrainische Sicht, Perspektive, aber auch die aktuellen Dimensionen dieser Zeit vor 80 Jahren vor Augen führt, wie wir überhaupt ja miteinander feststellen müssen, dass diese Geschichte, über die wir reden, die für viele drei Generationen her, also eigentlich alte Kamellen zu sein scheinen, doch hochaktuell sind in Bezug auf Gegenwartsfragen und auch die Identität, das Selbstverständnis dieser Staaten im Zentrum Europas, in Ost-Mitteleuropa und in Osteuropa. Denn auch Russland, zwar heute hier nicht in Person vertreten, ist natürlich immer bei alledem präsent. Und dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Dmitri Novikow. Er ist seit Jahren der Vorstandsvorsitzende des European Radio für Belarus und das von Warschau aus sendet und damit gewissermaßen ja, als jemand, der im Osten in der DDR aufgewachsen ist, weiß ich die Bedeutung westlicher Sender und Informationen in kommunistischer Zeit, wie wichtig das damals für uns war. Und man kann schon sagen, dass eine ähnliche Funktion diese Sender aus Warschau, Sie als Radio und Belsat als Fernsehen, schon spielen. Leider gestehe ich, dass es nie möglich war, dass Deutschland oder die Europäer stärker dies als gemeinsame Aufgabe verstanden haben. Ich habe oft dafür geworben, dass wir bereit sein sollten, diese Aufgabe, die hier von Warschau aus getan wird, mitzufinanzieren und mitzutragen. Also noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Präsenz hier als belarussische Stimme in diesem Chor. Und last not least, und sie wird gleich als Erste reden, Frau Professor Beate Weber, die uns leider heute nur zugeschaltet sein kann, weil ihre Präsenz an dem Streik der Bahnarbeiter und Lokomotivführer verhindert worden ist. Glücklicherweise sind wir durch die Corona-Zeit inzwischen ganz gut geübt, dann auch solche Entfernungen online zu bewältigen. Ganz herzlichen Dank, Frau Weber, dass Sie mit in dieser Runde zwar nicht in Person sitzen, aber doch uns hier miteinander schmücken, wenn wir auch hier nur eine Männerrunde dann vorne sind, Sie uns ein Stück weit ausgleichen müssen, diese vier Männer, die hier sitzen. Ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Ich habe es ja angedeutet, dass in der deutschen Perspektive der Hitler-Stalin-Pakt oft keine Rolle spielt. Wir hatten vor kurzem den 1. September, den Jahrestag des Überfalls auf Polen, der in diesem Jahr in Deutschland kaum mit größeren Veranstaltungen wahrgenommen wird, aber wenn, dann auch oft
der Hitler-Stalin-Pakt nicht erwähnt wird. Und auch bei der Debatte im Deutschen Bundestag war dies nicht der Fall. Sie selber haben ein Buch genau über diesen Pakt, seine Hintergründe, Folgen geschrieben. Wie ist Ihre Erfahrung angesichts Ihres Forschungsthemas und natürlich auch der gegenwärtigen Debatten über die deutsche Perspektive im Verhältnis zu dem, wie Sie eigentlich die Wichtigkeit dieses historischen Ereignisses ja doch selber auch immer wieder deutlich betonen? Ja, vielen Dank für die Frage und vielen Dank auch dafür, dass ich oft in dieser Runde mit teilnehmen kann und jetzt eben auch zugeschaltet sein kann. Also wunderbar, dass das mit der Technik so gut klappt mittlerweile. Und glauben Sie mir, es wäre meine erste wirkliche Reise nach der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit gewesen. Ich wäre so gern nach Warschau gekommen, aber diesmal war es dann eben nicht die Pandemie, sondern der Streik, der das verhindert hat. Aber zu Ihrer Frage. Ja, also ich habe ja, das Buch ist 2019 veröffentlicht worden und ich sage ja da schon in der Einleitung, dass mich dieses Unbehagen über den Hitler-Stalin-Pakt zu sprechen und das Unbehagen, den Hitler-Stalin-Pakt auch in der deutschen Geschichtswissenschaft zu behandeln, dass mich das eigentlich motiviert hat, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und damit will ich nicht sagen, dass man sich in Deutschland mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigt, sondern meine These war, dass auch in Deutschland natürlich die ikonografischen Fotos von Joachim von Ribbentrop im Kreml mit Stalin und Molotow gut bekannt sind. Also der Hitler-Stalin-Pakt ist bekannt, aber sich dann tatsächlich, das ist mein Argument, mit den 22 Monaten der Praxis, also der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit, was es wirklich bedeutet hat, der geheimdienstlichen Zusammenarbeit zwischen dem NKWD und der SS und auch den Auswirkungen des Hitler-Stalin-Paktes auf ganz Europa und das Weltkriegsnarrativ, sich mit diesen Details und Einzelheiten zu beschäftigen, da würde ich sagen, existiert bis in die Gegenwart und ich würde auch einen Schritt weitergehen und sagen, in der Gegenwart wieder verstärkt ein Unbehagen. Also die Thematisierung und kritische Auseinandersetzung in Deutschland mit dem Hitler-Stalin-Pakt war meiner Beobachtung nach in den 90er Jahren weitaus diskursiver, offener. Und wird momentan, wird das Unbehagen wieder größer, was sehr schade ist natürlich, weil ja in der Forschung noch viele Fragen gerade über die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit offen sind. Ich will das Ganze vielleicht auch nochmal in ein größeres Argument verpacken, gerade auch im Hinblick auf den diesjährigen Jahrestag des Überfalls, des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion und argumentieren, dass wir uns eben im Unterschied zu den 90ern derzeit in einer geopolitischen Umbruchphase beschäftigen und das ist nicht erst seit dem Afghanistan-Desaster so. Afghanistan hat uns nur noch mal gezeigt, wie brüchig der Westen sozusagen ist. Und diese geopolitische Umorientierung geht wieder mit wachsenden erinnerungs- und geschichtspolitischen Deutungskämpfen einher. Das ist sehr deutlich, wie ich finde, zu beobachten. Und bevor ich zum 80. Jahrestag komme, also das sind natürlich Player wie China und Russland, die europäischen Geschichtsnarrative, wie ich finde, momentan sehr kräftig herausfordern. Und das hat was mit der geopolitischen offenen Situation zu tun. Also bei China, das will ich gar nicht näher erläutern, ist nicht unser Thema, aber denken Sie an die 5-Meter-Statue in Trier, die der Stadt von China geschenkt worden ist. Also da platziert sich auch ein Geschichtsnarrativ. Die Marx-Denkmal. Marx-Denkmal, genau. Entschuldigung, ja, das Denkmal zum 200. Ja, genau, Geburtstag von Karl Marx in Trier war das, genau, zum 200. 2018. Das ist ein Beispiel. Und wir haben es in den vergangenen Wochen auch im
Umfeld des 80. Jahrestages von Barbarossa eben bemerkt, dass doch auch von russischer Seite es, ich würde sagen, zwei Richtungen gibt. Die eine Richtung 1941 vor 1939 zu betonen. Also damit wird auch der Hitler-Stalin-Pakt wieder zum Präludium, zum Vorspiel, zum eigentlichen Krieg. Und der eigentliche Krieg ist der von 41 bis 45, also der große Vaterländische Krieg. Und dieses sowjetisch-russische Narrativ ist gegenwärtig eher im Versuch, auch der russischen Geschichtspolitik europäisiert zu werden. Also zu sagen, der Zweite Weltkrieg in Europa, die wichtige Phase ist 41, 45. Und das ist natürlich ein Affront auch gegen die Geschichtsdeutung Polens oder der baltischen Staaten, die ganz stark von 1939 bis 1941 auch argumentieren. Und ich fand es im Umfeld dieses Jahrestages sehr erstaunlich, also wie es dann auch Putin gelungen ist, politische Geschichtsnarrative in Deutschland auch, also eben über einen Artikel beispielsweise auch in der Zeit zu kommunizieren. Also insofern bin ich verhalten optimistisch hinsichtlich der wissenschaftlichen und auch geschichtspolitischen Beschäftigung mit dem Hitler-Stalin-Pakt in Deutschland. Da scheint mir doch eher wieder eine Zeit zu beginnen, in der das Unbehagen größer wird, sich damit zu beschäftigen, meine These zusammengefasst. Und das hat was mit den geopolitischen Entwicklungen zu tun. Ganz herzlichen Dank, Herr Kaminski. Wir sind hier in Warschau und Warschau ist das Land, also Polen ist das Land, das 1939 durch den Hitler-Stalin-Pakt und seine Implementierung zum vierten Mal geteilt wurde, was natürlich bis in die Gegenwart ein Trauma für jedes polnische Selbstbewusstsein und Identität und Selbstverständnis bedeutete, wenn man einerseits nach Deutschland schaut und auf der anderen Seite nach Moskau schaut. Und ich kann sagen, als jemand, der nach 1990 dann viel mit Polen zu tun hatte, auch mit den deutsch-polnischen Verhältnissen, dass das immer sehr spürbar war. Wenn man nach Ostdeutschland, nach Warschau kommt, man sehr genau sieht, wie in Deutschland man mit Russland umgeht und man nie wieder in die Lage kommen möchte, dass über einen verhandelt wird, ohne selbst dabei zu sein. Das jedenfalls war mir eine Lehre von Anfang an, dass das verhindert werden muss und dass gerade deshalb jede Russlandpolitik Deutschlands und auch der Europäischen Union in Europa abgesprochen werden muss und Polen hier eine Stimme hat, die berücksichtigt und mit eingebracht werden muss. Das ist sozusagen meine Erfahrung aus der gegenwärtigen Situation. Wir sind natürlich jetzt in der Zeit damals, von der man in Deutschland zu wenig weiß. Was waren die Erfahrungen Polens 39 bis 41 und zwar von beiden Teilen? Und dann natürlich auch deren Bedeutung für die Zeit danach. Ja, ich glaube schon, dass diese Differenzen, die wir im Titel hervorgehoben haben, und zwar divergierende Narrative und Gedenken, das sind unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Geschichtserzählungen, die das begleiten. Und zweifelsohne war die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges für Polen und generell der Anfang des Krieges besonders wichtig. Das hat gewissen Rahmen geschaffen für unsere Sichtweise auch auf die heutige Realität. Und da bleibt sicher noch vieles zu tun, damit wir uns
vielleicht doch besser verstehen können. Nie mylę, to w Niemczech bardzo często, Beispiel, wenn ich mich nicht irre, wird in Deutschland in Bezug auf den deutsch-sowjetischen Krieg der Begriff Vernichtungskrieg verwendet. Aus polnischer Perspektive aber, was die Vernichtung polnischer Intelligenz anbelangt, passierte das Schlimmste bereits im Frühling 1940. Damals hatten wir die deutsche Aktion gegen polnische Eliten und auf der anderen Seite auch das Verbrechen von Katyn. Das war ein Riesenverlust für die polnischen Eliten. Man soll nicht vergessen, dass es nicht nur Berufsoffiziere waren, sondern auch Reserveoffiziere, darunter Vertreter vieler verschiedener Berufe. Und ich glaube, für das gegenseitige Verständnis ist wichtig, dass wir diese Differenzen erkennen und verstehen, warum wir in Polen so empfindlich sind, so sensibilisiert gegenüber allen Versuchen, über unseren Kopf hinweg sich gegenseitig verständigen zu wollen. Und heute haben wir noch einmal dieses Thema Nord Stream 2. Und das ist ganz natürlich, unabhängig davon, wer gerade in Polen regiert, das erweckt historische Assoziationen. Und wenn wir über 1941 sprechen, das ist das Leitmotiv unseres heutigen Gesprächs, da sollte man bitte auch daran denken, dass infolge dieser Erfahrung 39 bis 41, also diese zwei parallelen Besatzungen, und parallele Repressalien, könnte man sagen, aus polnischer Perspektive dieses Narrativ kompliziert ist, auch intern, weil die polnischen Erfahrungen 1941 sehr unterschiedlich waren. Anders wurde der Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges in Warschau wahrgenommen, wo man die Hoffnung hatte, dass diese zwei Besatzer endlich miteinander streiten. Und anders sah die Perspektive der Bevölkerung aus der Deportierten, die in den Sowjetgebieten sich befanden, und noch anders diejenigen, die sich in die Lager verbracht wurden und dann mit Sikorski auswandern konnten. Und noch anders war die Perspektive der polnischen Juden durch die Pogrome und durch die Vernichtung. Also es sind verschiedene Perspektiven. Man kann viele Motive anreißen, und auch in einer internen Diskussion über diese dramatischen Ereignisse haben wir mit gewissen Problemen zu tun. Und insbesondere gilt das auch für diese Erfahrung im weiteren Sinne. Und wenn wir über heutige Perspektive von Polen sprechen, da ist diese Erfahrung aus dem Ribbentrop-Molotow-Pakt, also diese beiden Besatzungszeiten, das ist wiederum verbunden mit dem Jahr 1945, das heißt das Jalta-Syndrom, dass wir in die sowjetische Einflusszone gelangt sind, und diese ganze Erfahrung des zweiten Aufbaus des kommunistischen Systems, diesmal erfolgreich im polnischen Hochreichsgebiet, und diese Perspektiven sind in Polen. Vielleicht ist das überraschend für einen Außenstehenden, aber diese Perspektiven stehen auch in gewisser Verbindung. Wir betrachten das, was wir nach dem Krieg erlebt haben, auch im Kontext dessen, was 1939 bis 1941 passiert. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob allen in Deutschland bewusst ist, dass die Ostgrenze Polens die ist, die damals im Hitler-Stalin-Pakt vereinbart worden ist und damit die Gewinne der Sowjetunion erhalten geblieben sind und die Westmächte eben 1945 anerkannt haben, dass Polen sich verschiebt. Das wurde dann abgegolten mit den deutschen Ostgebieten und gleichzeitig, trotz allen Bedauerns von Churchill und anderen, hat man dann aber doch akzeptiert, dass Stalin sein System Polen auferlegt hat, wie allen anderen Ländern in diesem kommunistischen Einflussbereich. Übrigens auch etwas, was ich hier nur am Rande erwähnen möchte, was in Deutschland auch wenig bekannt ist, dass
Polen ja in allen Armeen gegen Hitler-Deutschland gekämpft haben. Auf verschiedenen Ebenen, im Untergrund, in der Heimatarmee, als Teil der Roten Armee, als Teil der Anders-Armee der Briten. Und sie waren bei der Landung in der Normandie die viertstärksten Truppensteller, mehr als die Franzosen, und haben uns als Deutsche mit vom Nationalsozialismus befreit. Und es ist bis heute nicht geschehen, dass bei den üblichen Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges dieser Tatsache gedacht wird und Polen mit eingeladen wird, was ich für hoch angemessen hielte. Nur dies noch als zusätzlichen Kommentar dazu. Herr Nowikow, Belarus, dieser Vormarsch der Roten Armee 1939 wurde dann im sowjetischen Narrativ sehr schnell als Wiedervereinigung von Belarus bezeichnet. Und dies gilt in den Augen des nicht legitimierten belarussischen Präsidenten bis heute, dass dieses Narrativ benutzt wird, dass auch in der Kontinuität der Zweite Weltkrieg eben von 41 bis 45 geht und als großer Vaterländischer Krieg beschrieben wird, ähnlich wie es in Russland bis heute geschieht. Dieser östliche Teil Polens, also im Norden, im Süden die Ukraine, dazu kommen wir gleich, war nicht gerade der entwickelste Teil Polens. Und da so viele Minderheiten dort lebten, insbesondere dann im Norden, Belarussen und Juden, außer noch anderen kleineren Minderheiten, war das dann auch so, dass durchaus nicht wenige Belarussen durchaus auf die Rote Armee auch positiv schauten am Anfang. Dann aber schnell enttäuscht wurden, weil sie nicht zur Geltung kam, sondern ganz anderes und die Sowjetisierung einsetzte. Es ist interessant, dass im letzten Jahr und bis heute Lukaschenka gerade die Sicht auf Geschichte zum Thema macht und sich auch strittig auseinandersetzt, dass so manche Historiker ihre Funktionen verloren haben und dass der Kampf um Geschichte auch heute in dieser aktuellen Situation des Aufbruchs bzw. der Depression heute in Belarus eine Rolle spielt. Können Sie uns über diese Zusammenhänge etwas mehr erzählen? Очень сложная тема, очень широкая. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с того, что сегодняшняя власть белорусская, которая уже 27 лет существует, пытается приватизировать часть советской истории. Я подчеркиваю, советской истории, поскольку на самом деле то, что происходило, в моем понимании, на территориях, в первую очередь, западных территориях Беларуси или восточных, insbesondere im westlichen Teil von Weißrussland und auch im Osten von Polen, das war ja nicht alleine, die russische Geschichte. Und wenn wir uns jetzt an die Deutschen wenden könnten, damit sie es verstehen können, was passiert ist 1945 und auch später. Und dann, naja, nach dem Krieg 1945 wurde Deutschland geteilt. Und diese Deutschen, die im Osten gelebt haben, sie können sich das Regime vorstellen, das zu ihnen gekommen ist. Also sie sind ja von dem Nazismus befreit worden, aber da ist ja ein neues
Regime gekommen, also Ende der 70er Jahre habe ich mit den Deutschen gesprochen und das war für sie eine schwierige Erfahrung, also die Freundschaft mit der Sowjetunion. Und dann die Erinnerung an die Besatzung. Und in Weißrussland schaut das womöglich ja ein bisschen anders aus. Weißrussland ist ja damals geteilt worden, heute ist Weißrussland oder Belarus auch geteilt, also nicht 50-50, Hälfte-Hälfte. Es gibt hier ein sowjetisches Teil, aber auch das nicht-sowjetische. Und es gibt Menschen, die vorwärts gehen möchten, die sich entwickeln wollen. Und es gibt ja auch solche, die sich für das Ganze nicht interessieren. Sie wollen einfach leben. Sie sind gleichgültig. Also ganz einfach, die Menschen wollen keine Entscheidung treffen. Und das Ganze ist ja so ziemlich komplex. Man muss das auch verstehen, dass für mich persönlich begann der Krieg 1939. Und zwar ein Teil der Ostgebiete, naja, expandierte Richtung Westen. Und Weißrussland, Belarus hat auf diese Art und Weise die Möglichkeit bekommen, naja, eine eigene Staatlichkeit aufzubauen. Und das ist ja auch ein Grund für Spekulationen. Das war kein einfacher Prozess. Also man musste wählen, sowjetische Okkupation beziehungsweise eigene Staatlichkeit und in Spe natürlich. Und hier gibt es ja einen großen Konflikt. Also es geht hier um die Wahl. Was ist nun mal wichtiger? Wir befinden uns jetzt leider heute in einer Situation, wo die Gesellschaft geteilt ist. Also die einen setzen sich für das Narrativ des Vaterländischen Krieges, die anderen für das Narrativ des Zweiten Weltkriegs. Jeder hat doch die Wahl. Und man muss ja offen die Frage stellen, was ist geschehen? Und man muss darüber sich austauschen in einem Dialog und nur auf diese Art und Weise können wir darüber erzählen, was geschehen ist. Also das ist nicht so, dass die Wahrheit auf der einen Seite liegt und beziehungsweise auf der anderen. Aber so wie es gesagt wurde, die Historiker, die es heute nicht dabei gibt, sie könnten ja noch mehr darüber erzählen, aber sie haben ganz einfach Angst vor Verfolgung. Und ihre, naja, Sichtweise wird wohl anders sein als der Machthaber. Also wenn sie die Möglichkeit hätten, darüber zu sprechen, dann würde das anders ausschauen. Heute werden die Schulbücher in Belarus umgeschrieben. Und ich glaube, die Sichtweise wird nüchterner. Aber, ja, als die sowjetische Ideologie gekommen ist, zurückgekommen ist, dann werden eben die Schulbücher neu geschrieben, dann entstehen künstliche Narrative. Und im gesamteuropäischen Komplex erfüllt Russland eine wichtige Rolle und die russischen Narrative werden auch gefördert, europaweit, und das lohnt sich. Also, der Hitler-Stalin-Pakt.
hat ja eben Europa geteilt. Und heute ist das genauso. Das, was passiert, teilt ja Europa. Und das ist, naja, für Russland vom Vorteil. Und ich weiß ja eigentlich nicht, was man damit machen könnte, bis auf eine offene Diskussion, so eine, wie wir hier heute führen. Und das ist wirklich gut so. Es ist für mich eine durchaus persönliche Belastung zu wissen, dass mein Vater als Offizier der Wehrmacht auch in Minsk war, in diesem Teil der Sowjetunion, in Belarus, wo eben mehr als ein Viertel der Bevölkerung umgekommen ist und es furchtbare Kriegsverbrechen gegeben hat. Und ich auch, wenn er nicht an Verbrechen beteiligt war, was ich hoffe, dann doch Teil der Maschinerie war, die dieses möglich gemacht hat. Insofern ist diese auch familiäre Beziehung zu Schuld und Verantwortung etwas, was mich selber betrifft, aber natürlich viele in Deutschland. Gleichwohl ist es kein Geringmachen deutscher Verantwortung, wenn man auch die Gesamtlage in der Zeit 39 bis 41 mit zum Thema macht, weil eben Schuld und Verbrechen nicht gegeneinander abgewogen werden können und nicht werden dürfen. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir alle Dinge auf den Tisch legen und danach fragen, was sie für die konkreten Menschen bedeutet haben. Und mit diesen Bemerkungen möchte ich zu unserem nächsten Redner, Herrn Dobrowitsch, kommen, der natürlich aus der heute demokratischen Ukraine kommt, die seit einer ganzen Reihe von Jahren das Narrativ des großen Vaterländischen Krieges hinter sich gelassen hat. Und die unterschiedlichen Erfahrungen in der Ukraine zwischen Ost und West, die auch damals ja unterschiedliche Erfahrungen waren, miteinander ins Gespräch bringt und über diesen Prozess, der auch bis heute, wenn ich richtig weiß, ein strittiger Prozess ist, etwas mehr zu hören, dafür wäre ich sehr dankbar. Перш за все, я би хотів підкреслити, що повнота відповідей на запитання. Also vor allem möchte ich Folgendes sagen. Also was das Konfliktnarrativ angeht im Zusammenhang mit der Ukraine, im Zusammenhang mit Polen und auch mit Russland und Deutschland, Polen, Deutschland, Ukraine und baltische Staaten und natürlich Weißrussland. Das sind ja Konfliktnarrative und man kann das Ganze nicht verstehen und auch nicht lösen, wenn wir uns nicht näher mit der Geschichte befassen, Anfang des Jahrhunderts. Ja, wie entstand die Sowjetunion? Und wie kam es dazu, dass es so viele Republiken gab? Ja, und die Kherson-Linie, das ist ja auch eine wichtige Frage, was die Teilung des russischen Imperiums angeht. Und dann Wiederbelebung der nationalen Bewegungen in Polen, in Belarus, in der Ukraine, in Litauen. Ein jeder Staat hat ja eine eigene Geschichte hier gehabt. In Polen hat es geklappt, dank der ukrainischen Soldaten, der unabhängigen Ukraine, weil eben Ukraine ein solches Ziel hatte. Polen ist unabhängig geworden, auch trotz der Sowjetarmee. Ist es nicht gelungen, die Revolution auf ganz Europa auszuweiten? Ukraine hat das nicht geschafft. Es gab ja einen ukrainischen Staat, aber die bolschewistischen Armeen haben die Ukraine zerstört. Und die Tragödie
ist die, dass es in diesen Armeen viele Ukrainer gab, nicht nur Russen. Und das ist richtig, was der Kollege aus Belarus gesagt hat. Ja, die Bevölkerung hatte ja die Wahl gehabt. Viele Ukrainer wollten eine unabhängige Ukraine, die anderen haben das aufgegeben und haben gesagt, okay, es soll ja eine Sowjetrepublik sein. Und sie wurden zu einem politischen Subjekt, aber das war eher ein Fake-Subjekt. Also Lenin und die Partei haben versprochen, dass wir selbstständige Republiken sein. Also die Ukraine und Weißrussland sind ja zu keinen unabhängigen Staaten geworden und sie waren Sowjetrepubliken. Und jetzt der Kampf zwischen der Ukraine und Polen, dort finden wir auch Antworten zu Belarus und zu der Geschichte von Litauen und Lettland. Es geht hier um das 1939 року. Um das Verhältnis der Polen gegenüber dem Überfall Russlands am 17. September 1939. Ja, die Polen waren mutig, sie haben gekämpft, aber die beiden Imperien haben Polen zerschmettert. Und wo finden wir eine Antwort auf diese Fragen? In einem Narrativ. Es gab ja gute Jungs und böse Jungs. Ja, und wer sind die guten Jungs? Das waren die Alliierten. Die Alliierten haben die Nazis besiegt. Aber die guten Jungs haben sich ergeben. Man weiß ja nicht, was sie getan haben. Und andere guten Jungs haben den Krieg zugelassen. Ja, haben Hitler abgesegnet. Und es gab ja auch gute Jungs, aber die haben nicht reagiert und sie haben sich in den Krieg eingemischt erst dann, naja, nachdem es ziemlich lange gedauert hatte. Aber es gab ja auch gute Jungs, die Verbündete der Nazis waren. Also Lend-Lease und dann die Lieferung von Waffen. Was hat die Sowjetunion an das Dritte Reich geliefert? Das waren Geschenke von Stalin an Hitler. Das ist die Geschichte. Schwarz und weiß, das wäre alles eine Vereinfachung. Zwei Jahre lang waren die Sowjets Verbündete der Nazis. Das ist aber wahr. Ja, und Russland weiß ja nicht, wie darauf zu reagieren ist. Es geht hier ja um den Siegesruf und die zwei Jahre Zusammenarbeit passen nicht dazu. Und deswegen beginnt der Vaterländische Krieg 1941. Und deswegen will man die beiden Jahre, die zwei Jahre nicht dabei berücksichtigen. Und das ist wichtig, was den Kontext angeht und auch das Verständnis für den Zweiten Weltkrieg. Man kann das Ganze nicht verstehen, ohne die Tragödie von Osteuropa zu verstehen. Es geht hier um Tragödie der Völker, die von Russland beherrscht wurden. Es geht hier auch um Juden, die auf den polnischen Gebieten gelebt haben. Sie waren mit ihrem Schicksal womöglich nicht zufrieden und sie haben ja auch mit großer Hoffnung auf die Sowjetunion geschaut. Also es gab Pazifierungen von Ukrainern und Juden.
Also die Vertreter dieser Minderheiten haben sich in Polen nicht wohl gefühlt. Aber nachdem sie, die Sowjetmacht erlebt haben, dann war es schon eine andere Geschichte. Und jetzt das Narrativ. Und Westukraine. Das schlug fehl und es gab ja Ausstellungen über die Sowjetpropaganda zu dieser Zeit, wie Ukraine zu einem Staat geworden ist. Und der Überfall auf Polen am 17. September. Das war eine Verletzung von Völkerrecht. Natürlich, wir in der Ukraine, wir sind damit nicht einverstanden, was nach 1921 passiert ist, nachdem Friedensvertrag von Riga. Ukraine war nicht mehr unabhängig, aber dafür gab es ja eine Rechtsgrundlage damals. Und der Überfall von Hitler und Stalin auf Polen, das war die Verletzung von internationalen Normen. Also, dann gibt es ja die Probleme mit dem Narrativ. Das gilt ja auch für Deutsche. Deutsche haben sich zu den Nazi-Verbrechen bekannt. Sie haben hier auf diesem Gebiet viel gemacht, wissenschaftlich und auch finanziell. Und die Erklärung von Steinmeier, dass wir eben die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg tragen, das war wirklich edel. Aber das ist nicht ganz wahr. Also die Superverantwortung, die die Deutschen tragen wollen, das wird genutzt von Russland. Die Russen sagen, schaut, man kann uns es nicht vorwerfen, dass wir Verbündete von Hitler gewesen sind. Also, ich verstehe die deutsche Auffassung, die Verbrechen der Nazis waren ein Schock für die Welt, aber für solche Staaten wie Litauen, Lettland, die Ukraine, dann beginnt eigentlich, das gilt ja auch für Polen, da beginnt eine schlimme Geschichte, und zwar alle Verbrechen der Sowjets werden versteckt. Die Ukraine siegte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben neue Grenzen bekommen, aber die Sowjetpropaganda betont das immer. Ihr kennt ja den Pakt Stalin-Hitler nicht verurteilen. Ihr habt jetzt eine neue Grenze zu Polen bekommen. Das Gleiche gilt ja auch für Belarus. Aber eine Sache stimmt hier nicht. Weder die Weißrussen noch die Ukrainer noch die Polen haben eigene Grenzen aufgrund des Hitler-Stalins-Pakts bekommen. Nein, das war aufgrund der Absprachen aus Jalta und Teheran. Und 7 bis 8 Millionen Ukrainer und auch ukrainische Juden, von denen ums auch 1 Million oder mehr ums Leben kamen. Das ist eine, schlechte Erklärung für die neuen Grenzen. Und jetzt, wenn wir nach dem System, nach dem Zweiten Weltkrieg reden, dann ist es ja ein Verbrechen, wenn wir sagen, dass die Kasernlinie aufgrund des Hitler-Stalins-Pakts entstanden ist. Nein, dieser Pakt hat ja internationale Normen verletzt und keine neuen Tatsachen geschaffen. Und wir können lange darüber sprechen. Es gibt ja in der Tat viele Probleme. Wir haben nur einige angesprochen.
Und es gibt ja auch gefährliche Tendenzen heute in der Welt. Also es gibt ja Staaten, und ich habe ja mit einem Diplomaten gesprochen, und er hat gesagt, als Politiker, man kann ja die Tatsachen weit auffassen. Und besser ist es, wenn wir das eng auffassen und sagen, was unseren Interessen entspricht. Und ich möchte sagen, wir müssen dann vorsichtig sein. Wir können das Ganze nicht nur eng auffassen, weil es zu gefährlich ist. Und fassen wir das eher breit auf. Naja, für die weite Auffassung kommt man in Russland ins Gefängnis, auch in Weißrussland. Und deswegen versuchen wir, das weit aufzufassen, und versuchen wir, im Dialog zu bleiben. Золотий вересень. Так в СРСР величали події осені 1939 року, коли Західна Україна та Білорусь були включені до Сталінської імперії. Радянська пропаганда називала це визволенням, воз'єднанням українських та білоруських земель. Насправді це була збройна агресія СРСР як союзника нацистської Німеччини проти Польщі, до складу якої тоді входили західноукраїнські та західнобілоруські землі. 23 серпня 1939 року СРСР і Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа, де в секретному додатковому протоколі узгодили, як поділять між собою Центрально-Східну Європу. Ja, herzlichen Dank, Frau Weber. Wir haben jetzt nun verschiedene Perspektiven, die Ihnen alle nicht neu sind, gehört. Was würden Sie sagen, wäre eine wichtige Botschaft für uns in der deutschen Erinnerungskultur, die wir stärker wahrnehmen müssen, wenn wir auf diesen Teil Europas und auf diese Zeit damals sehen? Ja, also ich denke, eine wichtige Botschaft sowohl für die deutsche Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur als auch zu gewissen Teilen für die Geschichtswissenschaft, und ich habe ja vorhin über dieses Unbehagen gesprochen, ist aus Furcht, ich nenne sie ein bisschen Relativierungsfurcht, also mit dem Blick auf die widersprüchliche und komplexe Geschichte des Nationalsozialismus und Stalinismus in Osteuropa, in Polen, im Baltikum, dann diese Komplexität aus Furcht vor der Relativierung deutscher Verbrechen oder auch der deutschen Kriegsschuld nicht zu sehen oder nicht anzugehen oder sich dann lieber auf nur auf die nationalsozialistischen Verbrechen und den Vernichtungskrieg zu konzentrieren und die sowjetische Geschichte eher auszuklammern und damit eben auch die Verflechtung und Widersprüchlichkeiten des Hitler-Stalin-Paktes. Und ich kann verstehen, dass es diese Relativierungsfurcht gibt. Und da, als ich anfing, mich mit meinen Forschungen zu beschäftigen, habe ich mich auch damit beschäftigt und dachte, was passiert, wenn ich mich als Deutsche mit der Zusammenarbeit von Nationalsozialismus und Stalinismus beschäftige. Und ich muss kann aber sagen, nun aus den Forschungen heraus, dass dass an der Schuld und an der Verantwortung der Deutschen und Hitlers nichts zu ändern ist, also auch wenn man sich mit dem Hitler-Stalin-Pakt beschäftigt. Ganz im Gegenteil, auch die Beschäftigung mit dem Hitler-Stalin-Pakt macht noch mal deutlich, dass es eben vor allen Dingen und in erster Linie die Deutschen und Hitler waren, die diesen Krieg wollten. Stalin hatte überhaupt nichts gegen territoriale Expansion. Und wir haben hier heute schon mehrmals die Curzon Line erwähnt. Also, und diese territoriale Expansion auch noch ohne einen Krieg zu bekommen, also ohne wirklich in den europäischen Krieg involviert zu sein, was er ja mit der ausbleibenden Kriegserklärung der Briten und Franzosen auch nicht war. Ja, das war sozusagen ein Geschenk an die Sowjetunion.
Aber er hat diesen Krieg nicht gewollt. Und da liegt die Schuld schon ganz eindeutig bei den Deutschen. Also man muss keine Angst haben davor, sich mit diesen komplizierten Seiten aus Relativierungsangst eben zu beschäftigen. Das finde ich immer wieder, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bedauerlich. Und das spielt natürlich auch in der deutschen Geschichtspolitik und Erinnerungspolitik eine Rolle. Sie haben das am Anfang erwähnt, also wir überlassen das dann der AfD und Gauland, vom Hitler-Stalin-Pakt im Bundestag zu sprechen, anstatt hier auch einen Mut zu haben und eine Ehrlichkeit gegenüber der Geschichte und auf diese Verflechtung hinzuweisen. Damit komme ich aber noch zu einem wichtigen Punkt meines Vorredners, dem ich durchaus zustimme. Und ich sehe da auch eine Verbindung zu dieser Relativierungsfurcht. Sie hatten gesagt, dass Russland die deutsche Verantwortung gegenüber des Krieges sehr ausnutzt, also die putinsche Geschichtspolitik, ganz genau weiß, wie sie diese deutsche Verantwortung instrumentalisieren kann. Und ich würde dem durchaus zustimmen. Und ich sehe das auch, das war mein Punkt vorhin von der putinschen Geschichtspolitik und dem Versuch zu sprechen, den großen Vaterländischen Krieg, also 1941 bis 1945, zu europäisieren. Und das funktioniert ganz gut. Und das funktioniert nicht zuletzt auch aufgrund der deutschen Erinnerungspolitik und dieses Verantwortungsgefühls. Das, als Akademikerin sehe ich das kritisch und ich muss sagen, dass der Blick auf den Hitler-Stalin-Pakt von dem deutschen Verantwortungsgefühl nichts mindert, nichts wegnimmt, uns aber schützen würde vor der Instrumentalisierung der deutschen Verantwortung. Also insofern hin zu den komplizierten Themen und keine Angst davor haben. Das wäre mein Wunsch. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass damit auch sehr deutlich wird, dass man ja im Gegenteil, dass es eine Relativierung bedeuten würde, man ja sagen muss, diese stalinschen Verbrechen im Osten Polens hätten nicht stattfinden können ohne den Hitler-Stalin-Pakt und es insofern auch eine deutsche Mitverantwortung für diese Verbrechen gibt. Und Herr Kaminski, Sie haben ja vorhin angesprochen, dass die sogenannte AB-Aktion, das heißt die Aktion auf der deutschen Seite, in der deutschen Besatzung Polens gegen die Eliten in Polen, sehr parallel lief zu dem Mord an den Offizieren, der ja faktisch auch ein Elitenmord polnischer Gesellschaft war. Ich bin jetzt nicht der Historiker, der genau sagen könnte, wie weit das sogar verabredet war. Aber dass es völlig parallel lief und dass in dem Freundschaftspakt von Ende September 1939 auch die gemeinsame Bekämpfung aller polnischen Aktionen programmatisch festgehalten und vereinbart worden war, das jedenfalls ist Teil der belegten Geschichte. Insofern, wenn wir auf die Erinnerungspolitik heute schauen, was können wir tun, um diese Differenzierungen in das gemeinsame Gespräch einzubringen? Putin werden wir nicht ändern. Aber es gibt natürlich auch in Russland andere, die diese Dinge durchaus zur Sprache bringen. Und es ist nicht nur Memorial, die nun schon seit mehr als 30 Jahren versuchen, die differenzierten Zusammenhänge zu thematisieren und im engen Dialog mit den Nachbarländern und der internationalen Forschergemeinschaft dieses tun, bis in ganz konkrete gesellschaftliche Aktionen hinein. Die Frage ist, wie kriegen wir noch mehr es hin, Erinnerung im Dialog zu gestalten? Wir sehen ja, dass auch heute etwa zwischen Polen und der Ukraine auch zu historischen Fragen nicht unbedingt Einigkeit herrscht. Sehen Sie da die Chancen, stärker wieder ins Gespräch zu kommen? Herr Kaminski.
Myślę, że paradoksalnie. Ich glaube, dass paradoxerweise diese gegenwärtige Situation auch im russischen Kontext eine Chance darstellt. Ich spreche jetzt über die ganze Region, nicht nur Polen. Generell ist unsere Geschichte im 20. Jahrhundert aus vielen so dramatischen, tragischen entstanden. Dieser Dialog ist nicht immer einfach, aber wir müssen miteinander reden. Und einige Komponenten sind gemeinsam. Die Perspektive 1939 für Polen und die Ukraine ähnlich. Und dass wir gemeinsam um dieses Gedenken, dem Hitler-Stalin-Pakt, dass wir dafür Sorge tragen. Und wir sollten in Anlehnung daran auch einen Dialog aufbauen über sonstige Komponenten unserer gemeinsamen Geschichte. Aber ich glaube, in diesen beiden Perspektiven, sowohl in Bezug auf unsere Region und Russland und unsere Region selbst, sollte man bedenken, dass wir keine utopischen Ziele uns setzen. Wir sollten vielleicht nicht das anstreben, dass unsere Vision der Vergangenheit, unsere Erinnerung genau dieselbe sein sollte, wie in Polen, in der Ukraine oder in Russland. Darum geht es nicht. Es geht um einen Dialog. Es geht um einen Dialog, der uns Fakten noch einmal beleuchtet. Und es gibt wirklich noch viele, viele Fakten, über die wir nur in einem Basisniveau ein Wissen zur Verfügung haben. Und diese Fakten müsste man erörtern. Und wir müssen auch erkennen, warum wir manchmal diese Fakten unterschiedlich interpretieren, warum unsere Interpretationen unterschiedlich sind. Wenn wir das nicht tun würden, dann wird das gegen uns ausgespielt. Das haben wir in den letzten Jahren genau gesehen, diese Versuche des Eingriffs in das polnisch-ukrainische Verhältnis und das Spielen mit dem Erinnerungskonflikt zwischen Polen und Ukraine. Und das sollen wir wirklich nicht beiseite lassen, denn früher konnte man natürlich davon ausgehen, also jede Vergangenheit ist Vergangenheit, das vergeht, die Emotionen werden schwächer, das spielt keine so große Rolle mehr. Heute in der Welt der sozialen Medien, des Internets, ist es anders, es dauert alles ewig. Diese Stimmen werden immer wieder wiederholt und damit müssen wir also verzichten über dieses utopische, dieses utopische Denken zu verfolgen. Also die Zeit vergeht und die Zeit wird alles regeln. Das wird nicht sein. Diese Wunden, die manche versuchen neu aufzureißen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass sie heilen, dann werden sie immer wieder aufgerissen. Und um zurückzukommen auf den Anfang unseres Gesprächs, es wäre schön, wenn wir in Europa als Ganzes versuchen, diesen Dialog zu führen und versuchen, Verständnis zu erzeugen. Unser Verständnis soll nicht die nationale Identität ersetzen, sondern die Identität ist ja immer vielschichtig. Und eine dieser Schichten könnte dieses Bewusstsein sein, ich bin ein Teil der europäischen Gemeinschaft. Und das muss natürlich auch an Geschichte anlehnen, und zwar einerseits an Geschichte in der Suche danach, was uns verbindet, aber auch wollen wir gewisse Bestandteile der Geschichte als Bezugspunkte nehmen. Und wichtig ist, dass man in der europäischen Geschichte auch die Erfahrungen Mittel- und Osteuropas noch einmal richtig erkennt. Da geht es nicht nur um das Leiden, da geht es auch um den Widerstand, um den Kampf gegen die Besatzer. Dieser Kampf, dieser Widerstand, das ist auch ein europäischer Wert. Und das muss auch als gesamte europäisches Erbe betrachtet werden. Das liefert uns Kraft, das liefert uns Erfahrung, damit wir uns den Problemen der Gegenwart stellen können. Es ist
Repugnacja jest bardzo dużo, es ein Ende der Geschichte gab. Die Geschichte kommt immer wieder mit Sachen, die wir eigentlich für Vergangenheit schon erklärt haben. Vielen Dank, Herr Dobrowitsch. Sie haben dem zugestimmt von Ihrer Körpersprache. Wollen Sie das noch ein Stück kommunizieren? Weil ich glaube, wir sollten dann vielleicht zu einer Schlussrunde kommen mit den Themen, die Sie, Herr Kaminski, zuletzt angesprochen haben, in Bezug auf eine europäische Perspektive, die ja nicht heißen kann, eine für alle gleiche europäische Geschichte. Aber damit vielleicht zum Schluss, und wenn Sie das auch mit aufnehmen und wir dann mit dieser Fragestellung dann auch schließen. Перш за все, я хочу двічі підняти руку за і підтвердити кожне слово, яке сказав Кам'янський. Ich möchte gerne bestätigen, eigentlich jedes Wort, das Herr Kaminski gesagt hatte, denn wir haben ja keinen sonstigen Ausweg, keine Alternative, gesunde Alternative. Wir müssen einfach einen qualifizierten Stimmenchor entwickeln. Und diese Vielstimmigkeit muss obsiegen. Da haben solche Regime wie der belarussische oder stalinische oder sonstige Regime haben Angst davor. Man muss über Wahrheit sprechen. Hier war die Rede von Narben, von Trauma. Trauma, das heißt eine Wunde, die desinfiziert wurde, die behandelt wurde, die eine Chance hat zu heilen. Die Wunden, die nicht behandelt wurden, die man einfach abgewunken hat, das Schmerz, aber mit der Zeit wird der Schmerz vergehen. Das kann schon sein, aber mit der Zeit kann auch das Gewebe absterben. Also die komplizierten Beziehungen im polnisch-ukrainischen Verhältnis, ja, das gibt es, obwohl auch in der Ukraine keine einheitliche Einstellung zu bestimmten Punkten vorherrscht. Und das freut mich, denn die Zeiten sind vorbei, wo alle dasselbe denken sollten. Und es gibt auch ein konkretes Beispiel. Ich glaube, wenn wir die Anzahl von Fachexperten, von Intellektuellen, die sich im Thema auskennen, auch deutsche Historiker, die sich auskennen in deutscher Geschichte und in der ukrainischen, ich glaube, das muss intensiviert werden. Wir leben in der Geschichte Storytelling und wir sollen in diese professionellen Gemeinschaften investieren, nicht in diese sozialen Medien, die vom Skandal leben, von Attraktionen, sondern diejenigen, die wirklich zusammenarbeiten können. Zum Beispiel mir fehlen in Deutschland Wissenschaftler, die über die Zeit der großen Hungernot in der Ukraine sich auskennen würden. Oder in der Ukraine wieder die Geschichte Deutschlands zu Zeiten des NS-Regimes. Also, ich glaube, wir brauchen mehr Fachexperten. Und drittens, die Geschichte kommt immer wieder. Schauen wir einmal ganz ehrlich darauf, was an unserer Grenze passiert. Also ich habe viel Mitgefühl für russische Staatsangehörige, die jetzt zu Geiseln des Regimes wurden und von Jahr zu Jahr
steigt das Niveau von Fremdenfeindlichkeit. Man diskreditiert fremde Ukrainer übrigens auch unter Nutzung der Argumentation des Zweiten Weltkrieges. Man sagt, na bitte, die Ukrainer haben doch mit den Deutschen zusammengearbeitet. Und all das wird eingesetzt, damit man die Atmosphäre verschlechtern kann. Wir sind jetzt am Vortag sehr wichtiger Aufgaben. 7 Jahre lang, jetzt das 8. Jahr, kämpft die Ukraine gegen Russland. 15.000 Opfer brachte dieser Krieg. Da wird ein Krieg geführt in Europa. Polen verstehen das sehr gut. Wir bekommen Unterstützung von vielen europäischen Staaten, aber wir erleben es an eigenem Haupt, wie das alles weitergeht. Und wenn dann nichts getan wird weiterhin, das ist nur zugunsten von Kreml. Vielen Dank. Wenn wir zum Ende kommen, kann man sagen, dass es für ein europäisches Erinnern wichtig ist, die verschiedenen Opfergruppen nebeneinander stehen zu lassen und sie alle in ihrem Leid anzuerkennen, ohne sie gegeneinander aufzuspielen. Ich halte das für eine, in meinen Augen, für eine zentrale Dimension, die natürlich erst so nach und nach gelernt werden muss. Aber das Miteinander vielleicht hinzubekommen, indem wir zuhören, welche Opfer für die jeweilige Nation wichtig sind und in besonderer Weise in Erinnerung sind. Und das müssen nicht immer die gleichen sein, für mich und für die anderen. Der zweite Gedanke: Wir haben, glaube ich, in Europa eine große Einigkeit, grosso modo, über die Bewertung des Nationalsozialismus und seine Verbrechen, einschließlich der Deutschen. Wir sind aber bis heute weit entfernt, in Bezug auf den Kommunismus Einigkeit zu haben. Und schon gar nicht in Bezug auf die Verflechtungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, dass hier ein besonderer Dialog zwischen uns, zwischen Wissenschaftlern und den Nationen nötig ist. Und ich würde Sie bitten, vielleicht mit ein, zwei Sätzen, wir müssen es ganz kurz machen, auf diese Thesen noch kurz zu reagieren. Novikau, wenn Sie damit beginnen würden. На самом початку розмови пані професор казала про вспоминала Карла Маркса. Ну, видать, я так гляжу, что прав был Гегель, Карл Маркс, или сказали про спираль, такой развивается история. И я, широко кажучи, вельми боюсь, как мы не опынулись снова в той кропце, какая была в бригаде Брежнева, зараз разгадывая. Так як моє, dass wir uns vielleicht nicht bewegen auf denselben Punkten in der Geschichte, den es schon gab. Gemeinsam mit den Diskussionsteilnehmern möchte ich auch mich dafür aussprechen, was hier gesagt wurde. Wir brauchen einen erweiterten Dialog. Mir fehlen noch in diesem Dialog die baltischen Staaten, denn diese Länder haben auch vieles zu berichten in diesem Zusammenhang. Ich möchte auch gerne mich bedanken bei Frau Professor Weber für ihre Arbeit, denn heute fehlt es in der Welt nach einer Bilanz. Schauen Sie sich bitte an, wie viele Entschließungen gibt und Resolutionen zu dem aktuellen Stand. Und wir, die Kollegen aus Estland, aus unserer Region, wir erkennen dieses Missverhältnis.
Forschungsarbeit auf diesen Gebieten zu betreiben. Und ich möchte alle dazu anregen, keine Angst zu haben und die Rolle der einzelnen Staaten nicht zu mindern. Wir sollen in die Details einsteigen und versuchen, die Wahrheit herauszubringen. Frau Weber. Pani Weber. Wenn Sie zu diesem letzten These noch kurz etwas sagen, bitte in 2, 3 Sätzen. Ja, ich kann mich dem nur anschließen und empfand das auch als eine sehr anregende und schöne Diskussion, die wirklich viele zentrale, wichtige Punkte angesprochen hat. Und vielleicht, um ein positives Ende meinerseits zu haben, ich glaube, wir haben über die Vielstimmigkeiten und den Stimmenchor gesprochen. Und häufig wird heute behauptet, wir könnten keine gemeinsame europäische Geschichts- und Erinnerungskultur finden. Ich würde dem widersprechen und sagen, wir sind endlich auf dem besten Wege, die Vielstimmigkeit auch ernst zu nehmen, da europäische Erinnerungskultur in den 90ern häufig bedeutete, westeuropäische Deutungsmuster zu übernehmen. Und mit dem wachsenden Gewicht auch der östlichen EU-Staaten kommen wir, so würde ich das gern positiv wenden, langsam dahin, wirklich Vielstimmigkeit auch ernst zu nehmen und zu sehen, dass es ohne osteuropäische Geschichtsdeutung überhaupt nicht funktioniert und dass es da auch keine Hierarchien gibt. Und das stimmt mich eher positiv, muss ich sagen. Also insofern auch ein Plädoyer für Vielstimmigkeit und für den Stimmenchor. Vielen Dank, Herr Kaminski, als der Letzte in der Runde. Dialog o przeszłości, pamięć wymaga kilku czynników. Also, es gibt mehrere Faktoren. Da braucht man Menschen, die sich der Sache annehmen. Auch unser Treffen heute ist ein Beweis dessen, dass es solche Menschen gibt. Aber das bedarf auch einer gewissen Institutionalisierung. Das heißt, man müsste einige konkrete Schritte unternehmen. In der europäischen Perspektive möchte ich mich beziehen auf einen Punkt. Am 2. April 19. gab es den Aufruf des Europäischen Parlaments zum Aufbau eines Zentrums für Opfer der totalitären Systeme. Wir brauchen diesen Dialog, wir sollen diesen Dialog führen und wir hoffen sehr, dass auch in europäischer Ebene die Notwendigkeit dieses Dialogs erkannt wird. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, dass gerade dieses letzte Wort noch mal deutlich macht, dass man dies institutionalisieren muss. Es braucht gemeinsame Forschung, und zwar wirklich gemeinsame Forschung auf der europäischen Ebene, die finanziert werden muss und die man zusammenführen muss. Und es braucht dann auch die gemeinsame Stimme von Historikern, Zivilgesellschaft, auch als kritische Begleitung dessen, was die jeweiligen Nationalstaaten sagen. Und damit haben wir eine große Aufgabe. Ich danke Ihnen allen für dieses Gespräch.